So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 mit Tim Wiese, also meine Karriere und so weiter. Bis und her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, eine Woche genau, diesmal nämlich nicht am Samstag, auch für den Montag, sondern am Sonntag und zwar kurz vom Tageswechsel, wenn man so möchte. 23:43 Uhr ist es aktuell bei mir und beim letzten Mal hatten wir dieses schöne Match gegen Big Show und war das spannend, Freunde, ne? War das spannend, wollte ich wieder das Ganze ein bisschen spannender machen und das wurde es dann auch und dann haben wir letztendlich doch noch es geschafft, um The World Heavyweight Championship zu verteidigen mit Tim Wiese, während Daniel Bryan seine WWE Championship gegen Batista verteidigt bei Money in the Bank. Falls ihr euch fragt, was ist das für ein T-Shirt? Warum steht hier WWE 2K15 Fan Event Gamescom 2014? Ja, das war damals so. Nein, ich war auf der Gamescom oder beziehungsweise ich hatte das T-Shirt nie angehabt, habe es immer hier rumliegen haben und jetzt habe ich es einfach mal für die Aufnahme an. Das hat man bekommen, wenn man bei der Gamescom 2014 beim WWE 2K15 Fan Event war und hat man so ein T-Shirt und mit so ein paar anderes Zeug, so ein anderes so Poster und so was alles zu WWE 2K15 gratis bekommen. Ich muss sagen, dafür, dass es eine M ist, ist es ganz schön eng anliegen, muss man sagen. Und ich wollte einfach mal anziehen, weil, ja, einfach mal, um es getragen zu haben. Jetzt müsst ihr ein paar Episoden damit auskommen, aber zu kaufen gibt's das Ganze nicht. Also, falls euch das interessiert, vielleicht kann ich das Ganze ja mal verlosen mit einem Autogramm von mir. Nee, ich glaube nicht. Das behalte ich dann doch lieber. Gut, ich denke mal, dass wir nicht viel Storyline in dieser Episode bekommen. Gehen wir davon aus, dass wir wieder ein Tune-Up-Match bekommen oder was? Ne, warte mal, Money in the Bank, Battleground, und dann kam SummerSlam, da waren wir doch. Ich weiß nicht mehr, welche Pay-Per-Views wir uns ausgesucht haben. Ein paar hatten auch wieder ein paar schöne Move-Set-Vorschläge gepostet, aber es waren überwiegend Kicks, so wie zum Beispiel ein Enzo Giri denn als Seitfallzieher oder als Volley oder irgendwie sowas. War nicht ganz interessant, aber das werde ich erstmal nicht einstellen, denn ich bin erstmal mit dem Moveset zufrieden, außer es kommen irgendwelche krassen Vorschläge von euch jetzt in die Kommentare, aber genau jetzt in diesem Moment. Wir gucken einfach mal, was steht an, genau gar nichts, dann machen wir wieder zwei Matches. Erstmal haben wir ein Titelverteidigungsmatch gegen den guten Big E Langston, dann machen wir den eben fertig und wenn danach nochmal ein Tune-Up-Match kommt, dann wisst ihr, was kommt und zwar ein Disqualifikationssieg oder was auch immer, denn ihr habt schon ein bisschen gesehen, unsere Heel-Face-Anzeige ist nicht mehr auf dem Maximum und das wäre natürlich toll, wenn das so wäre, ne? Gut, ja, warum ich das heute mal am Sonntag aufnehme, da ja aktuell Ferien sind, Weihnachten und so weiter, ne? Kann ich mir das ein bisschen besser einteilen, auch wenn ich gerade ein bisschen zu tun habe und das mit dem Aufnehmen mir gar nicht so in die Quere kommt, aber da werdet ihr dann noch früh genug erfahren, warum, wieso, weshalb. So war das, ne? Trefferpunkt? Ne, die wollte ich einhaben. So war das. Erstmal wieder einspielen. Wie gesagt, schon eine Weile nicht mehr gespielt oder aufgenommen. Kann man sehen, wie man möchte. So, dann machen wir den guten Big E mal fertig ein bisschen. Ich kann da gar nicht runterspringen. Auch sehr schön. Erstmal gucken, wie das hier funktionierte. Ne? Jawohl. Okay, Content habe ich nicht allzu sehr verlernt. Als CPU ebenso nicht. Ne? Nee. Können wir ihn irgendwie da hinwuppen? Ach, stimmt dann. Geht doch gar nicht, das kaputt, ne? Das geht da ja nicht mehr. Bisschen, habe ich beinahe Stamina umsonst verschwendet. Und ihr seht schon, ich muss öfters meine Haare zur Seite machen, weil ich kaum was sehen kann. Ich muss auch mal wieder zum Friseur. Und seitdem ich mit Facecam Let's Plays mache, achte ich auch immer darauf, wie meine Haare dann sind bei den Let's Plays, ne? Aber so ist das nun mal. So, kommen wir zurück. Oh, SEO habe ich gekriegt, aber den können wir auch machen, beziehungsweise den ähnlichen. Muss man mal gucken, wie waren der nochmal. Ach, Colin Elbow Tie, hab ganz vergessen, sowas gibt ja auch noch, ne? Nope. Takedown Snapmare Style in den Chinlock oder was auch immer das ist. Ich komme immer mit den Griffen durcheinander. Aber das kann ja mal passieren. Ich wollte einfach also nochmal Colin Elbow Tie haben, ne? Kann man sehen, ob ich morgen zum Friseur gehen oder was? Damit ich bei der nächsten Aufnahmesession wieder ordentlich gucken kann. Beziehungsweise, ich kann auch gucken, aber die Augen, die strieseln ja noch mal in die Augen. Nee, die Haare strieseln in die Augen. So. Ich striesel ein Wort, ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir raufgehen. Auf seinen Kopf, das wurde auch nichts. Er ist selber noch nicht irgendwie angeschlagen, ne? Wenn ich das richtig beobachte. Und er kontert richtig schön viel. Muss ich da sagen, ist das hier so ein Standardding bei Titelverteidigungen? Bin nicht ganz sicher. So, der Big E, der ist wirklich gut dabei. Guckt euch mal die Prozentzahlen an. Bin ja doch ein bisschen überrascht, wie das hier so läuft. So, denn ich wollte doch einfach bloß einen Strong Ripple zeigen. Aber wenn das nicht sein soll, dann machen wir halt erstmal so. Schönes Beinbuster. Genau.
Kannst mal hochkommen. The good news. Ach ja, die guten alten Sprüche, ne? Von den beiden Kommentatoren. Warum? Hör doch mal auf hier, ich möchte... Genau, den SCO zeigen. Und jetzt haben wir gleich... Oh, Boston Crab erstmal. Auch schön. Alles klar. Ja, wie gesagt, letzte Episode, falls ihr die nicht gesehen habt, dann solltet ihr es unbedingt nachholen. Die war sehr spannend und hat euch doch einigermaßen gefallen. Gab es ein paar schöne Fails zwischendurch. Von daher eine Schau, eine Anguckempfehlung, wenn man so möchte. Wenn man hat bestimmt jetzt auch einen Signature Move. Oh, 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 Franz muss aufpassen. Rasenmäher Lariat! Genau, einer hat geschrieben, dass er es vermisst, dass ich so schreie bei der Rasenmäher Lariat. Aber ihr müsst auch bedenken, dass ich ziemlich weit abends und wie sagt man, immer ziemlich spät aufnehme, so, und ich da nicht immer so doll schreien will, dass dann das ganze Mehrfamilienhaus hier in Unruhe verfällt. Versteht er. Deswegen seht mir das manchmal nach, wenn ich ein bisschen ruhiger dabei bin. So, ja, wie erledigen wir das Ganze jetzt? Ich habe jetzt keine Lust, nochmal die Championship zu verlieren. Obwohl ich dann die Vermutung habe, dass wir dann eventuell doch mal die Chance dann auf die WWE Championship bekommen. Aber das will ich ja noch gar nicht. Dann werde ich, sorry, ja, eventuell schon vorbei. Wäre ein bisschen doof. Am coolsten wäre natürlich, wenn wir uns die WWE Championship bei WrestleMania schnappen könnten, irgendwie. Das wäre natürlich so ein Bilderbuchende. So, nö, verarscht. So. Zack. Und... Wie sieht denn hier aus mit dem Schaden? Okay, hat immer noch kein Signature Move. Wir kommen unseren zweiten aber immer näher. Sehr gut. Aber, komm. Ja, erstmal ein bisschen in die Mitte packen. Jawohl. Und ruff, 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 ruff. Die Angry Storms. Da kommen wir angelaufen. Hopp. Zack. Angry Storm mit Anlauf immer wieder schön. Fuck, jetzt habe ich nur die letzte... Stamina-Anzeige. Jetzt habe ich Konter gedrückt, anstatt irgendwie einen Grapple-Move auszuführen. Machen wir doch nochmal den STO, weil er ziemlich cool ist. Wie ich finde, ne? Der Judo-Throw into STO. Alles klar. So, jetzt haben wir gleich den nächsten Signature-Move. Und dann machen wir gleich mal Abstoß, ne? Abstoß. Ne. Kommst du mal her? No blow. Sag ich nur. Jawohl. So. Ja, da würde ich auch ein paar Tränen ver... gießen. Oh, Abstoß! Jawohl! Fühlt sich immer noch komisch, dass er von außen nach innen haut, anstatt... Ihr wisst, was ich meine, ne? War falscher Fuß immer noch. So, dann machen wir mal... Wie war das nochmal? Mit L1 war Finisher Clown, ne? Dann machen wir das nochmal. Und... Hopp! Und... Wiese Ending! Jawohl, Tim Ending oder was man das auch nennen möchte. Könnt ihr mal Namensvorschläge für diesen Move in die Kommentare schreiben für unseren Herrn Wiese, ne? So, dann machen wir noch letztendlich den guten alten Kung-Fu-Kick und ins Cover direkt Powerpin, den man nur noch Finisher ausführen kann. Und 3, Televerteidigung, boom! Nachdem es am Anfang doch nicht so ganz gut aussah für unseren Herrn Wiese. Big E war gut dabei, habt ihr ja gesehen. Haben wir doch letztendlich dieses Match zu Ende führen können. Schön und sind still. World Heavyweight Champion bei Raw. Ich weiß auch nicht, was das immer soll. Jedes Mal Titel verteidigen. Wer denkt sich denn so ein Quark aus, Vicky Guerrero? Naja. Gut, gut, gut. Ganzen Boni. Ein paar haben auch gesagt, ich soll die VC für Manager ausgeben. Das könnte ich mal machen eigentlich in ein paar Episoden oder so. Oder für irgendwelche Trainings. Aber solange ich die Moves von den Trainings ja nicht benutze, bringt mir das ja auch nichts, oder was? Gut, mal sehen, ob die nächste Storyline ansteht oder ob wir ein Vorbereitungsmatch haben. Nö. Wir bekommen nur ein Vorbereitungsmatch. Tim Wiese, du wirst sehr schnell lernen, was es heißt, ein Champion zu sein. Du bist an der Spitze angekommen, das ist erst der Anfang. Alle wollen jetzt das, was du hast. Vergiss das nicht. Haben wir das nicht schon mal gehört? Das bekommen wir... Ist es jetzt ein Story-Match oder nicht? Mann, das muss ja jetzt zur Story gehören. Warte mal. Normalerweise müsste ja, wenn eine richtige Story wäre, dann würde da jetzt ja erste Woche stehen, ne? Oder nicht? Oder, nee, hä? Ach hier, Tatsache, steht erste Woche. Gut,
dann ist das ein Story-Match und dann sehen wir das dann in der nächsten Episode. So hat es Vicky Guerrero gewollt. Gut, Freunde, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch für dieses Video freuen. Adblock ausschalten, nicht vergessen. Ich hoffe, seid ihr wieder mit dabei. In der Videobeschreibung kommt ihr zur nächsten Episode und die kommt dann nachher gleich, falls ihr das hier am Release-Tag guckt, ne? Bis dahin, euer Franz, euer Sock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ja? Tschüss.